Hi, ich liebe Sie. Oder willkommen zurück. Ich weiß nicht, wie ich da drauf festgekommen bin, aber keine Ahnung. Oh, unser Edward ist wieder von den Toten auferwacht. Der hat die ganze Zeit da rumgestarrt. Oh, warum kletter ich denn hier nochmal hoch? Hier waren wir doch zu weit fertig, soweit ich weiß. Ja, genau. Edward hat sich ja am Ende der letzten Folge einfach nicht mehr bewegt. Hatte keine Lust mehr. Keine Ahnung. So, wow, Hilfe. Ich habe Orientierung verloren. Hier geht's raus. Duppa. Und duppa. Okay. Hier waren doch auch noch Biester. Hä? Dachte ich zumindest. Doch nicht. Hier ist auf jeden Fall irgendwo ein Schatz, den wir noch bergen wollen. Das. Oh! Boah! Kam das plötzlich. Boah! Entschuldigung. Oh, das kann ich mir nicht mehr verkneifen. Boah, der muss raus. Oh, oh, oh. Da war Druck hinter. Ach Gott, sieht das hier jetzt aus? Schlimm, schlimm. Totes Land. Da schläft jemand. Wer wohl? Gegner oder Freund? Gute Frage. Hä? Das ist auf jeden Fall ein Eingeborener. So wie ich das sehe. Die werden ja wohl nichts dagegen haben, wenn ich mich mal hier ein bisschen bediene. Ja, da ist tatsächlich jemand. Die Zuckerrohrfelder sind wohl dahin. Uns kann es nur recht sein. Mit ein bisschen Glück rennen hier jetzt weniger besoffen herum. Naja, besoffen ist, kann man leicht überrumpeln. Also jetzt haben wir mehr wachsame Leute. Ist auch nicht so gut neu, oder? Eingeborene, der hat gar keinen Namen. Kapuscheku? Und tretet auch nichts. Okay. Aber hier schläft doch jemand. Sisu. Osorio. Ich sehe dich. Und zwei Eingeborene. Mist. Wenn ich das jetzt mitnehme, kaufen sie halte deine Finger ja bei dir. Verschwinde, haben sie gesagt. Und der gute Osorio verschwindet auch noch. Ein Mann sollte nichts tun, was ein Mann nicht tun will. Hab ich nach deiner Meinung gefragt? Wer hat dir denn in die Suppe gespuckt? Wer mir? Diese ganze Insel. Ich sollte jetzt eigentlich in der Küche von Puerto Sacarico sitzen. Warum tust du das nicht? Was ist denn überhaupt los? Das ist doch... Die ganze Welt geht den Bach runter und du fragst mich, was los ist. Nur falls es dir entgangen ist, ich sitze hier mitten in der Pampa. Und die feinen Herren Soldaten... sitzen da oben, in meiner Küche. Was macht ein Koch bitte ohne seine Küche? Sich einen neuen Beruf suchen? Du, ich sage dir, treib es nicht zu weit. Da ist jemand schlecht drauf. Was ist mit der Plantage passiert? Na, wonach sieht's denn aus? Die Schatten haben hier gewütet wie eine Herde Warzenschweine und haben sich dann urplötzlich wieder aus dem Staub gemacht. Von dem Zuckerrohr ist so gut wie nichts mehr übrig. Dann gibt es also auch keinen Rum mehr? Goldrichtig, Junge. Es gibt nichts mehr bis auf meinen eigenen kleinen Privatvorrat. Okay, was selber zu tun hast. Das ist sicher ein Buddel Rum für mich übrig. Darf ich das? Ach komm, mach mal. Du hast doch sicher ein paar Buddeln Rum für mich übrig. Ich sagte, das ist mein eigener Privatvorrat. Wie kommst du darauf, dass ich teile? Du kannst das doch unmöglich alles saufen. Naja, wenn ich einen guten Tag habe, trinke ich schon die eine oder andere Buddel leer. Aber, ich will mal nicht so sein. Hier, mehr gibt's nur gegen Gold. Klar? Ah ja, okay. Was hält dich hier noch auf Takarigua? Wehe, du fängst jetzt an zu lachen, aber... naja, als die anderen mit dem Schiff abgehauen sind, habe ich gepennt. Als Koch hat man halt einen anderen Schlafrhythmus. Tja, und jetzt sitze ich hier mit den Eingeborenen. Immerhin bist du nicht allein. Ja, toll. Die verstehen doch kaum ein Wort. Schon komisch. Warum gehst du nicht zurück in deine Küche? Oh, welch wunderbarer Vorschlag. Dir ist wohl nicht klar, dass die mich da oben wie einen Truthahn rupfen würden. Zivilisten dürfen sich nicht mehr in Puerto Sacarico aufhalten. Bei denen ist so dicke Luft, da ist mir der Rauch auf der Plantage 100-mal lieber.
Was? Warum dürfen keine Silvisten mehr da sein? Okay. Woher kriegen die Soldaten ihr Essen, wenn der Koch fehlt? Essen? Die kriegen Fraß und kein Essen. Panschen einfach alles zusammen, was sie von Bord geschleppt haben. Die schönen Zutaten. Da kann man ja gleich ein paar Warzenschweine in einen Latz umbinden. Puh, du. Der Not ist der Teufel fliegen, so in der Art, hä? Brauchst du Hilfe? Rat mir einen Storch. Du bietest mir Hilfe an. Es gibt da tatsächlich eine Kleinigkeit, die du für mich tun könntest. Die wäre? Naja, vor kurzem hat mich ein Vogel in der Nacht bestohlen. Kam einfach vom Berg runtergeflattert und hat sich meinen Goldbeutel gekrallt. Was? Ein Vogel? Ist das eine diebische Elster gewesen oder was? Du warst mich doch. Naja, frag mal. Was für ein Vogel war das? Ja, was weiß ich denn? Ein Vogel eben. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass es kein Suppenhuhn war. Also pass auf. Bring du mir meinen Goldbeutel wieder und ich überlege mir eine Belohnung. Sag mir nur Bescheid, wenn du dich auf die Suche machst. Ja klar, das finden wir schon. In welche Richtung ist der Vogel verschwunden? Das Vieh ist geradewegs zur Bergspitze im Süden geflattert. Welcher Berg genau? Na, der östlich von Puerto Sacarico. Du findest sicher ein paar Lianen, an denen du dich hochhangeln kannst. Na super, das wird ja eine lustige kleine Tour noch. Was ist an deinem Goldbeutel denn so besonders? Gar nichts. Aber wenn ich meinen Arsch mal von der Insel schaffen will, ist ein wenig Startkapital nie verkehrt. Macht Sinn. Nö, ist vollkommen abwegig. Was soll man mit Gold schon? Aber ja, machen wir's. Abgemacht. Ich werde deinen Goldbeutel zurückbringen. Ich nehme dich beim Wort, Junge. Viel Glück. Oh. Hoppala, habe ich da was mitgehen lassen. Tut mir leid. Was kannst du mir verkaufen? Sieh dich einfach mal um. Wahrscheinlich nichts Tolles. 15 bis 30. Langweilig. Okay, muss ich schon wieder gehen. Hut mit Feder. Rotes Hemd. Silberzunge gibt das. Einschüchtern plus 5. Kapitänsmantel plus 5. Minus 5. Alter. Guter Wetter, mein Kapitän getragen. Der ist gar nicht schlecht. Ist halt weniger ein Magiesicher. Aber dafür die anderen. Minus 5 plus 2 mal 5 hat man immer noch plus 5 insgesamt gemacht. Bei 900. Oh ja, wo haben wir ja auf einmal 7000 Gold her? Wo kommt das jetzt auf einmal her? Ganz ehrlich, ich kaufe mir den mal. Zack. Sonst irgendwas? Ich will halt mal auch was anderes anhaben, als immer mit dem gleichen rumzulaufen. Oh, leck, bin ich müde, was geht denn ab? So, ich könnte aber auch nochmal was kaufen. Oder keine Lust. Naja, Wurfdeutsch kann ich weg. Was soll ich damit? Wurfmesser genauso. Schwerer-Deutsch weg. Ja. Entermesser. Auf jeden Fall das weg. Och, keine Lust verkaufen. Ich bin immer so faul. Was Handeln angeht, das dauert mir immer zu lang. So, Speer. Kapitän. Das gefällt mir eigentlich besser, wenn ich ehrlich bin. Das hat die besten Durchschnittswerte. Und insgesamt das Meister. Ja, ich bin halt weniger magistisch, aber wann haben wir denn schon mal was mit Magie zu tun, außer Schergenmagie oder so? Da haben wir noch eine Magiebeere. Yes. So. Irgendwo. Da kommt natürlich die Feldspinne. Habe ich es mir doch gedacht. Genau. Hier haben wir den Schatz. Den heben wir dann auch mal gleich mal. Da haben wir das auch erledigt. Juhu. Der Schatz im Hinterland für Takarigawa. Genau. Und öffne dich.
Seltsam öffne dich. Was? Gold, Teller, Saphir, Rubin. Ja, ja, geht. Was? Alle Anwesende und Zutaten zum Erstellen eines Saphir-Ohrrings. Was bringt der? Naja. Kann man sich sparen, aber gut. Ist hier sonst noch irgendwas? Habe ich irgendwas übersehen? Oh, hier ist auf jeden Fall ein Feuerfackel. Ah ja, es war ein Feuervogel. Zack. Ah, der Mantel gefällt mir echt gut. So geil blau. Finde ich nett. So, Feuervogel im Schlaf überrascht. Ist, wow. Ja, ausweicht. Immer der Stärkere, so ist das nun mal. Ja, genau. Oh, liegt da noch einer. Ich bin sehr schön. Beeindruckt. Ich auch. Du sagst es. Haben wir irgendwo was noch übersehen? Da haben wir tatsächlich noch eine Feuervogel übersehen. Gibt's das denn? Zack. Weicht mir einfach aus. Was soll das? Ich bin beeindruckt. Über noch eine Kralle mitgehen gelassen. Warum nur eine? Der hat doch nicht nur eine Kralle. Eigentlich schon eine. Wenn man schon die Krallen abmacht, warum nicht dann gleich alle? Aber na gut. Sonst ist hier nichts mehr, oder? Nö, ich glaube nicht. Ach, gehen wir zurück. Jetzt wird es aber mal Zeit, nach Porto Saccharia zu kommen. Mal sehen, ob die mich nicht gleich angreifen. Ich meine, Zivilisten sollen ja nicht mehr erwünscht sein. Zumindest laut dem Koch. Wie auch immer er wieder hieß. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Na gut. Ah, das eins wollte ich doch machen. Da war doch noch irgendwas. Ein Band. Ich frag mich. Kann ich mich hier reinstechen? Ja, der eine Eingeborene am Lagerfeuer interessiert es nicht. Zack. Das wollte ich doch noch lesen. Sonst hier noch was? Wie in der Ecke. Der sieht nicht noch da aus. Okay. Ach, Osorio heißt der. Das ist aber auch ein Name. Wer heißt denn so, bitte? So, das war irgendwie Takarikoa Band 2 oder so. Takarikoa Band 2, genau. Lagerbericht Porto Saccharico. Die Piraten machen uns das Leben schwer. Sie klauen unseren Zucker und töten unsere Soldaten, die sich zu weit aus Porto Saccharico herauswagen. Die Soldaten können nachgeliefert werden, aber der Zucker ist wichtig, damit dieser Stützpunkt unabhängig bleibt. Es ist nicht der Plan, ein Basislager aufzubauen, das von einem anderen Lager abhängig ist. Also müssen wir etwas dagegen unternehmen. Wir haben die Wachen bei den Plantagen verstärkt. Ich hoffe, das wird reichen. Aha. Naja, jetzt hat es erledigt mit dem Zucker, würde ich mal behaupten. Zumindest erstmal. Ach, und da haben wir den nächsten Feuervogel. Nein! Das Vieh belästigt keinen mehr. Genau. Sehe ich auch so. Zack. Was hat man jetzt noch für Aufträge? Ich hab's wieder vergessen. Fürs Leiche. Wer hat ihn getötet? Oh, egal, wir gehen erstmal nach Porto Saccharico und hören uns da um, was da Sache ist. Wenn die uns anhören lassen, überhaupt zuhören lassen. Das ist ja die Frage hier. Die Fragen aller Fragen. Also ich sehe mal hier erst keinen Speicher hat. Sehr schön. Reiche Porto Saccharico. Sehr schön. Hä? Steckt da ein Apfel im Kanonenrohr? Nicht dein Ernst. Wie gut ist das denn? Wow, Hilfe. Zieh dich doch da hoch. Ach, ist mal wieder zu blöd zum Klettern. Die Stadt scheint gut gerüstet zu sein. Aber irgendwas sagt mir, dass das nicht ausreichen wird. Einfach ein Apfel im Kanonenrohr. Alles klar.
Ein Brot, ein Apfel. Fuße. Das ist kein Fuße. Ah ja. Ich finde es halt echt manchmal komisch, warum man nicht alle Flaschen mitnehmen kann. Ich meine, Flinte haben wir hier. Da sieht es genau gleich aus wie ein Fuße, aber man kann es nicht mitnehmen, warum auch immer. Ist irgendwie blöd. Boah. Ach, Gebäre. Die gibt es auch echt überall. Soll man hier vorne noch was übersehen? Hier ist auf jeden Fall ein Truthahn. Hier oben vielleicht eine. Sind nicht da. Oh, leck mich doch. Naja, die Woche habe ich bis jetzt nicht sehr viel Schlaf abbekommen, muss ich ja zugeben. Ja, das erklärt wohl, dass ich ein bisschen müde bin. Was die hier Kanonen überplatziert haben. Ist ja krass. So, da war doch eben eine Wache. Wo sind die rumspaziert? Da patrouilliert auch wieder jemand. Hallo, du. Lass uns durch. Nachwache. Wenn die Schatten uns angreifen, sind wir bereit. Hm, der hat sonst nichts zu sagen. Von wegen, man ist hier unerwünscht als Zivilist. Der hat jetzt irgendwie nichts gegen uns. Naja, ich weiß ja nicht, was der Osachio ausgefressen hat. Nakibera, meins. Sehr schön. Was? Und hier haben wir ein Warzenschwein direkt hinter der Bauhausung. Au. Au. Okay. Sehr schön. Boah, Alter. Da ist noch jemand. Noch ein Soldat. Was macht der? Schiebt das Wache oder kann ich mich hier umsehen? Wahrscheinlich. Genau. War ja klar. Sobald ich reingehe, gefällt ihnen das nicht mehr. Also muss ich mich reinschleichen. Ich will nur mal gucken, was wir hier jetzt denn so haben. Eine Truhe. Zack. Da mache ich mich gleich schon beliebt, wenn ich hier alles ausräume. Oh, verdammt. Nein. Mist. Warum ist der jetzt aufgewacht? Ja, dann haben da auch nichts gemerkt. Was zum Teufel war das denn jetzt? Das wäre ja fast schief gegangen. Ich dachte schon, unser letztes Stücklein hätte geschlagen. Was denn? Er schläft noch. Oh, eine schwere Truhe. Kann ich das nicht so einfach öffnen? Die kann ich aber öffnen. Zack, das bleibt oben. Mist. Okay, die ersten. Und dann zurück. Genau. Bingo. Und Splitterhagefußen. Naja. Bisschen enttäuschend. Wenn die aufwachen, werden sie ein blaues Wunder erleben. Dann können sie erstmal sagen, hey, wer hat meine Sachen geklaut? Naja. Boah, ja. Sonst irgendwas hier drin? So, ich das sehe. Nein. Was zum Gürger ist hier los? Oh mein Gott, das ist kaum auffällig, dass ich bei euch bin. Dass sie da nicht ein bisschen misstrauisch werden, lügen sich einfach wieder hin, als wäre nichts gewesen. Wenn sie schon aufwachen und mich bemerken. Da sollte man eigentlich misstrauisch sein werden, meine ich. Und dann mal nachkontrollieren, ob der nicht was mitgehen gelassen hat. Aber naja, das ist ein Spiel, das ist ja nicht realistisch. Muss es auch nicht sein. Gewisser Grad Realismus ist nett, aber ganz ehrlich, ganz realistische Spiele werden auch ein bisschen nervig. Manchmal. Das wäre echt nervig. Ist ja alle pennen.
Wer ist das denn? Wie sprecht man das aus? Hey, was willst du hier? Raus aus meiner Küche! Wenn du mich voll quatschst, brenn mir nur die Kartoffeln an! Oh, das hat sich gerade erledigt. Was wolltest du? War das hier Osorios Küche? Ganz richtig, das war sie. Er wurde dabei erwischt, wie er dem Kommandanten in die Suppe gespuckt hat. Der sollte sich hier besser nicht mehr blicken lassen. Also sprich wirklich. Nicht nur irgendwas reingemacht, sondern reingespuckt? Naja, egal. Du bist Koch? Ich bin bestimmt kein Koch, verdammte Kacke! Was machst du denn hier in der Küche? Irgendwer muss ja dafür sorgen, dass die feinen Herren ihr Essen und Trinken bekommen. Ich hab mich wohl nicht besonders schlau angestellt, als entschieden wurde, wer der neue Koch ist. Soll sich bloß keiner beschweren, dass mein Essen nicht schmeckt. Ich streck die Pampe schon mit allem, was ich finden kann, damit es für jeden reicht. Keine Ahnung, wie Osorio das damals hingekriegt hat. Tja, der hat das halt gelernt, du nicht. Hast du das Zeug... Was? Wo hast du das gute Zeug versteckt? Einschüchtern, das gibt nachher Minus. Aber naja, wir können... Ja, falls mal Minusseele kriegen würden. Es gibt so oft Möglichkeiten, wo man wieder Plusseele kriegen kann. Wo hast du das gute Zeug versteckt? Das gute Zeug? Das, was du den anderen vorsetzt, isst du doch bestimmt nicht selber. Na schön. Hier, damit du Ruhe gibst. Ja, sehr schön. Die Leute mögen dein Essen nicht? Es sagt ja keiner so direkt, aber wenn ich mein Essen schon nicht mag. Ich bin Soldat, verdammte Scheiße. Ich sollte Leute erschießen und nicht kochen. Lass mich jetzt weitermachen. Ich muss Roquefort seinen Wein warm machen. Ist ja widerlich. War ja nicht meine Idee. Er mag ihn so, also kriegt er ihn so. Was? Wein warm machen? Wein trinkt man auch kalt. Ja, ist ja wie wenn man Bier warm trinkt. Genau das Gleiche. Bläh. Was kannst du mir beibringen? Kommt darauf an, was du wissen möchtest. Einfach alles Mut antrinken lernen. Ist was Wundervolles. Ein Schluck von dem Fuße und du spürst gar nichts mehr. Zumindest für eine Zeit, eine sehr lange Zeit. Und damit die Wirkungsdauer von Schmerztöter. Naja, ich habe nicht einmal Schmerztöter bis jetzt gebraucht, also lass mal das. Halt dich durch das... Rohem Fleisch. Na okay, wir haben ein bisschen Gold mittlerweile. Zeig mir, wie ich rohes Fleisch essen kann. Alles klar. Gut, dann haben wir das gelernt. Und handeln? Lass uns handeln. Von mir aus? Was hat denn der da rum natürlich? Wie soll's denn auch anders sein? Naja, ich mach Hete. Okay, Glücksbringer. Ruhe sicher. Ich werde da am Brust das jetzt drin. Nee, lass mal. Aber der muss hier weiter kochen, wenn die anderen pennen. Na toll. Der tut mir ja jetzt schon leid. Und ist hier jemand mit Namen Soldat Rodriguez? Hey du. Du kommst doch von draußen, oder? Wie ist die Lage dort? Düster. Verdammter Mist. Ist doch gut bewacht hier. Ja, das stimmt. Und? Was stimmt nicht? Was stimmt nicht? Sieh dich um. Ich steck schon seit Monaten hier fest. Am liebsten will ich hier raus. Aber wenn man ohne Erlaubnis abhaut, wird man getötet. Ja, dann wärst du auch ein Deserteur. Wärst nicht der Erste. Schon bessere Tage? Kann das sein? Ja, wahrscheinlich. Ich schätze, du hattest schon bessere Tage. Das kannst du laut sagen. Diese Insel ist das reinste Pulverfass. Auf der einen Seite steht Sebastiano und auf der anderen die Schattenviecher. Und beide sind mordsgefährlich. Sebastiano ist anscheinend wirklich ein gefischter Mann hier auf der Gregor. Was weißt du über die Schattenwesen? Nicht viel. Nur, dass sie jeden töten, der ihnen im Weg steht. Und dass sie aus einer dunklen Höhle im Inland kommen. Wir müssen sie aufhalten. Aber ohne mich. Ich will einfach nur weg hier. Okay. Aber die Höhle, das Portal in der Höhle haben wir geschlossen. Also eine Gefahr weniger hier. Was ist mit Sebastiano? Eigentlich ist er ein sehr verantwortungsvoller Mann. Er ist verantwortlich für den militärischen Drill in Puerto Sacarico. Aber neuerdings ist er völlig verrückt geworden. Aha. Ja, seit er aus der Totenkopfhöhle zurück ist, ist er wie verändert. Verstehe. Wie verändert?
Der wird doch nicht zum Bösen übergelaufen sein. Ich meine, keine Ahnung, ob ein Schattenlord mit dem weiß ich was gemacht hat. Du hast eine Erlaubnis erwähnt. Ein Versetzungsschreiben. Sebastiano könnte noch eins in seinem Büro haben. Nicht für mich, aber für einen Soldaten, der bei dem Vorstoß in die dunkle Höhle verreckt ist. Nett. Was würdest du mir denn geben, wenn ich dir das Schreiben besorge? Dir geben? Na, alles, was ich habe. Sehr gut. Was? Ist das so wichtig? Nicht schlecht. Ich besorge dir das Versetzungsschreiben. Tatsächlich? Dann sei aber bloß vorsichtig, hörst du? Lass dich nicht erwischen. Ich versuch's. Ich bin zwar kein guter Dieb, aber irgendwie werde ich das schon hinkriegen. Was kann ich von dir lernen? Was möchtest du wissen? Alles. Muskete lernen, Schrotflinte, Büchsenmacher, dann eine Flinte. Kugelsicher, das ist natürlich... Macht dich nur noch härter. Das ist natürlich... Oh, das kostet 2000 Gold. Magiesicher. Das ist natürlich auch sehr praktisch. Habe ich 20 Geist? Ich bin noch nicht gut genug. Alter, ich habe nicht mehr 20 Geist. Gibt's gar nicht. Stabs brennen lernen. Kugelsicher geht das. Ich meine, 30 Härter habe ich. 2000 Gold. Ja, komm. Zeige mir, wie ich Schusswunden besser wegstecken kann. Abgemacht. Aha, schön. Das kann ich das einfach. Finde ich ja mal lustig, wie man das einfach lernen kann. Was kannst du verkaufen? Dass die nicht mehr so schön erklären. Das ist irgendwie schade. Aber was soll's. Ach, der hat echt nur Inquisitionswaffen. Alles. Langweilig. Ja. So langweilig, dass ich von gehen muss. Okay. Das war Rodriguez. Denk nicht mal dran. Ich sehe sofort, wenn du was klaust. Ja, ist ja gut, ist ja gut. So, ich... Das Problem ist, da patrouilliert einer. Jetzt muss ich aufpassen, wenn der hier vorbeikommt. Ich muss mal gucken. Weil der bemerkt mich dann noch und das könnte brenzlig werden. Wie patrouilliert der jetzt? Was ist denn Patrouillenroute? Was ist Patrouillenroute? Kann man das sagen? Das hört sich falsch an. Da bleibt er erstmal stehen. Super. Beweg dich. Beweg deinen Hintern ab. Mach schon. Weg mit dir. Ich schlaf hier nicht ein. Alter, da bin ich ja gleich ein. Der Geschwindigkeit, So. Meinst du, ich kann schon schleichen? Ich hab mal gespeichert. Ach, hier in der Ecke ist ein Teleportstein versteckt. Wofür die das auch immer brauchen. Hier, die Soldaten. Gestand die Truhe? Ja. Nein! Benimm dich hier! Du wagst es, hier zu stehlen! Was? Warum ist der aufgewacht? Das verstehe ich manchmal nicht. Autsch! Gut, dass ich gespeichert habe. Das kann ich nicht laden. Das war ein Satz mit X. Das war wohl nix. Warum ist der aufgewacht? Was soll denn der Scheiß? Hä, der ist doch eben anders gelaufen. Der mit einer anderen Route auf einmal. Warum ist der aufgewacht? Was zum Teufel? Takriabagger Ant. So, ich speichere nochmal. Darf ich nicht an die Truhe gehen? Ich verstehe nicht, warum die manchmal aufwachen. Tschüss, jetzt schlafen sie weiter. Das ist manchmal komisch hier. Ich verstehe das nicht. Hä? Ach so, okay. Ich wollte gerade sagen, so ein Viererschloss kann hier nicht so schwer sein. Warum klaue ich hier einfach? Ich meine, was brauche ich denn das? Na okay, Gold halt immer ein bisschen. Oh, das ist ein schwierigeres. Okay, da nicht so schwierig. Meins. So, und die letzte Truhe. Ich hoffe, das klappt noch. Meins. Okay. Da war doch was. Nö, hier war nix. Benimm dich hier. Spruchrolle. Nee, Spruchrolle kann man uns schenken. Wenn du klauen willst, geh woanders hin. Ja. Denk nicht mal dran, hier was mitzunehmen. Pff,
Was interessiert sich das, Rodriguez? Ich meine, du bist ja eh weg hier. Okay. Also, dem soll ich ein Empfehlungsschreiben bringen. Das ist in dem Haus, war mir ja klar. Ich war ja jetzt eigentlich in jedem Haus, bis auf dem vom, wo Sebastiano wohl sein Quartier hat. Wo sein Schlafgemächer, sozusagen. Na gut, Freunde. Ah, ich mach Schluss an der Stelle. Das reicht für heute. Wir werden dann in der nächsten Folge gucken, ob wir das Empfehlungsschreiben besorgen können. Und eh mal ist mit Sebastiano ein Hütchen rupfen, was mit dem abgeht. Nee, besser erstmal Ruhe versuchen, mit dem vernünftig zu reden. Und wenn das nicht hilft, dann abhauen, keine Ahnung. Naja, das werden wir sehen in der nächsten Folge. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.